19. August. Ludwig von Toulouse. Ludwig von Toulouse stammte aus Nocera dei Pagani bei Salerno im Königreich Neapel, heute Italien. Dort kam er 1274 zur Welt. Sein Vater war der König von Neapel, Karl II. Von Anjou. Ludwig war also der Großneffe des heiligen Ludwig von Frankreich und der Urgroßneffe der heiligen Elisabeth von Thüringen. Nach einer standesgemäßen Erziehung in Frankreich hielt sich Ludwig zwischen 1288 und 1295 als Geisel in Spanien auf. Grund war der Krieg zwischen den Häusern Aragon und Anjou. In der Geiselhaft war allerdings der adelige Lebensstil garantiert. In diesen Jahren hatte Ludwig Kontakte zu den Franziskanern geknüpft und auch Theologie studiert. Der junge Adelige verzichtete zugunsten seines Bruders auf den Thron und entschied sich schließlich für den Ordensstand. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Am 24. Dezember 1296 trat Ludwig in den Franziskanerorden ein. 5 Tage später, am 29. Dezember 1296, wurde der 22-Jährige zum Bischof von Toulouse ernannt. Nur 8 Monate später, am 19. August 1297, verstarb Ludwig im Rufe der Heiligkeit in Brignoles in Frankreich. Er befand sich auf dem Weg nach Rom, um den Papst zu bitten, sein Bischofsamt niederlegen zu dürfen. Schon 1317 wurde Ludwig heilig gesprochen. Seine Gebeine ruhen seit 1433 in der Kathedrale von Valencia in Spanien. Auch Gott hat Pläne. Er sollte König werden, entschied sich aber für den Ordensstand. Er wollte Bettelmönch werden, der Adel aber machte ihn zum Bischof. Er war ein heiligmäßiger Bischof, wollte aber gar kein Bischof sein. Er wollte mit Hilfe des Papstes sein Leben neu planen. Gott aber rief ihn in sein Himmelreich. Das Leben des heiligen Ludwig von Toulouse zeigt vor allem, dass es bei aller Frömmigkeit nicht ausreicht, das eigene Leben zu planen. Wer wirklich gewillt ist, Gottes Willen zu tun, muss damit rechnen, dass Gottes Planung für das Leben in eine ganz andere Richtung geht. Hierin besteht eine der größeren Herausforderungen für uns modernen Menschen. Wir gehen nämlich davon aus, dass das Leben planbar ist und dass alles irgendwie machbar ist. Der Traum von absoluter Autonomie und totaler Unabhängigkeit aber ist ein Trugschluss. Christen sollten das wissen.